Wie schafft man es eigentlich, leckere Bonbons für Elefanten herzustellen? In Chiang Mai in Thailand sind wir diesem Geheimnis nachgegangen und haben einen Kochkurs belegt zum Elefantenfüttern. Aus Salz, Tamarinden, Banane und Weizen wurde ein leckerer Brei, den wir in Bananenblätter gewickelt und dann den Dickhäutern zu essen gegeben haben. Zugegeben, Bananen pur fanden sie noch besser. Wann immer wir jetzt einem Elefanten begegnen, wissen wir ganz genau, was wir ihm zu essen geben müssen. Und selbst die kleinsten von uns haben es dann geschafft, den Dickhäutern ein kleines Päckchen in den Rüssel zu legen.